Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Herzlich willkommen zum Thermomix 1x1. Heute geht es einfach darum, welche Funktionen hat mein Thermomix TM6, was kann ich damit alles machen, welche Dinge erleichtert er mir, welche Geräte, Küchengeräte, Küchenmaschinen ersetzt er mir. Und das werden wir halt einfach ein bisschen beleuchten gemeinsam. Anfangen möchte ich eigentlich auch wirklich mit so einem Grundding, das jeder von euch bestimmt kennt, es ist die Waage. Die Waage braucht ihr mit dem Thermomix nicht mehr, das verspreche ich euch. Also ich habe die zwar nur, natürlich so von Zeiten davor, ich brauche es aber nicht mehr. Also es ist wirklich so, der Thermomix hat eine integrierte Waage, das heißt auch vor allem praktisch während dem Kochen, ihr schmeißt die Dinge rein und könnt es direkt im Topf wiegen. Das heißt, ihr braucht keine Schüsseln anbotzen, ihr könnt es dann direkt weiterarbeiten. Ihr braucht es auch zwischendurch, wenn ihr einfach mal nur kurz was abwiegen wollt, kurz den Thermomix einschalten, oben auf den Deckel, eine Schüssel draufstellen, einwiegen, fertig. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr praktischer Modus, der eben im Thermomix eingebaut ist. Das ist so eines der grundlegenden Dinge. Jetzt komme ich zu etwas Komplexerem, sage ich mal. Es ist nämlich im Prinzip das Thema Handrührgerät, Handmixer. Unser Thermomix kann diesen zu 90%, sage ich, weil man kennt sich, also Schaumrolle können wir euch gerne verlinken, bei manchen Dingen ist Oldschool immer doch noch ganz cool. Aber im Grunde ist der Thermomix ein Handmixer, Handrührgerät. Das heißt, ihr könnt es mit dem Thermomix unter anderem diese Dinge ersetzen. Das sind so die Rührbesen. Die ersetzen wir mit dem. Das heißt, wir können die Rührbesen weglassen, indem wir einfach den Thermomix verwenden, den Rühraufsatz oder Schmetterling nennen wir sie eben auch, aufs Messer setzen und mit dem eben zum Beispiel Sahne schlagen, Eiweiß schlagen, Vanillesoße wird damit auch aufgeschlagen, Cremen werden zubereitet. Das heißt, alles, was ihr so zumal, wo ihr euch vorstellt, ihr steht normal da mit dem Handrührgerät und mixt euch das so auf, schlagt euch das auf, könnt das in die Hände vom Thermomix übergeben, in die Hände ist gut gesagt, also dem Thermomix übergeben und einfach euch zurücklegen und wenn er fertig ist, schreit er euch. Genau, dann haben wir da natürlich nur Teigknethaken. Da gibt es natürlich auch die Küchenmaschinen, die dann vorne dran haben und so, oder wo man extra den Teigkneter, den Haken einsetzen kann. Ich finde es immer relativ mühsam, jetzt vor allem mit so einem Handrührgerät zu kneten und man merkt auch dann relativ schnell, dass der Mixer doch ein bisschen an seine Grenzen kommt, vor allem wenn die Teige fester werden. Das Problem gibt es beim Thermomix nicht, es wird ersetzt durch den Teigmodus, das heißt, ob es jetzt ein Germteig ist, ob es ein Mürbteig ist, all diese Dinge, die sind einfach im Handumdrehen fertig und erledigt im Thermomix. Ihr braucht auch diesen Kraftakt des Knetens mit den Händen einfach auch nicht mehr vollbringen. Das heißt, das fällt auch weg. Und das ist auch wiederum ein sehr ausgeklügelter Modus, wie ich finde. Und genau, das ist eben auch Brotteige. Das heißt, alles, was so in die Richtung geht, ersetzt die Knethaken. Genau, Mixer, was nun? Es ist Rühren, gleichmäßiges Verrühren, Vermischen von Zutaten, macht eben auch ganz ideal. Und das einfach, was ich jetzt nur zum Beispiel, was mir noch einfällt, was auch noch ein sehr tolles Thema ist, ist Emulgieren. Das heißt, ihr könnt es einfach im Topf, lasst ihr zum Beispiel, jetzt mir fällt Mayonnaise ein, Eier mit dem Ganzen, was ihr also Salz mit den Gewürzen im Prinzip, werden im Thermomix unten verrührt, als würdet ihr das mit dem Mixer gerade mit der Hand machen. Und ihr könnt währenddessen ganz langsam das Öl reinträufeln lassen. Habt beide Hände eigentlich in dem Fall frei, weil ihr braucht es nicht mit dem Mixer in der Schüssel rumrühren und schauen, dass die Schüssel stehen bleibt und so Dinge. Könnt euch vollkommen darauf eben konzentrieren und das Emulgieren übernimmt für euch der Thermomix. Das funktioniert einfach einwandfrei, so Hollandaise zum Beispiel. Eine Sabalione ist auch sowas, da wird auch im Prinzip gleichzeitig nur aufgeschäumt und aufgeschlagen. Ja, somit euer Handmixer wird nicht weggeschmissen, nicht entsorgt, nicht verkauft, aber er darf einmal die Küche auf jeden Fall ein bisschen verlassen. Also muss nicht mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Genau, oder ihr braucht euch gar keinen Kauf mehr, erst wenn ihr noch gar keinen habt. Das heißt, jetzt nochmal kurz zusammengefasst,
Mit dem Schmetterling ist sowas wie Sahne schlagen, Eiweiß schlagen, Cremen schlagen, alles was cremig gerührt gehört, ersetzt im Prinzip diesen Besen, Rührbesen. Und der Teigmodus vom Thermomix, also das ist die Knetfunktion, ersetzt im Prinzip diese Knethaken. Genau, das ist jetzt so, die Kombi ersetzt einfach den Mixer. Was braucht man jetzt noch nicht, wenn man einen Thermomix hat? Ihr braucht keine Küchenmaschine in dem Sinn mehr. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht so dieses Gerät, wo ihr dann, keine Ahnung, Aufsätze habt für Hobeln, für Raspeln, für weiß ich nicht, für Nüsse, für... Das könnt ihr euch im Endeffekt alles sparen, weil ihr euren Thermomix habt. Das heißt, sei es jetzt Nüsse mahlen, Zwiebeln zerkleinern, Gemüse zerkleinern, Obst zerkleinern, Schokolade reiben, Mehl mahlen, also alles, was in die Richtung geht, könnt ihr ganz unkompliziert mit dem Thermomix erledigen. Durch die Geschwindigkeit bringt ihr das wunderbar zusammen. Ihr könnt eben Nüsse nicht nur mahlen, ihr könnt es auch hacken. Das liegt dann auch in eurem Ermessen, wie grob wie die Stücke. Das Einzige, was ich sage, was ihr nicht kann, ist jetzt Julienne schneiden, also einfach so in Streifen schneiden. Das heißt, wenn ihr Gemüse eben eher ein bisschen größer haben wollt, sage ich mal. Genau, das ist eigentlich das Einzige, was ihr nicht hat, aber ihr spart euch einfach auch somit das Hinstellen von einfach einem großen Ding in der Küche, das einfach auch dann immer wieder, wo man die Aufsätze rauskramen muss, welche brauche ich jetzt gerade, und das kann man im Prinzip durch einen Thermomix ersetzen. Und was noch dazu wegfällt, ist im Prinzip ein Fleischwolf, das heißt für alle Liebhaber unter euch, die sich auch gern verschiertes, also Hackfleisch selber zubereiten wollen, nur zu, kein Thema. Ihr müsst ja dazu im Prinzip eigentlich nur euer Fleisch kaufen, so wie man es jetzt beim Fleischwolf auch macht, in die Stücke portionieren, also etwas kleiner anfrieren, und wenn es angefroren ist, muss es nicht einmal tiefgefroren sein, sondern es muss nur fest sein, dass der Thermomix das richtig schön kuttern kann, und dann macht er euch verschiertes bzw. Hackfleisch draus. Was erspart man sich noch? Diese Dinge. Das heißt, im Prinzip, ich würde jetzt nicht sagen, ihr braucht das gar nicht, man braucht es in der Küche sowieso, aber es kennt im Prinzip jeder so dieses am Herd stehen, man hat was drinnen, und rührt um. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Risotto. Man rührt um, gibt Suppe dazu, rührt um, gibt Suppe dazu, rührt um. Und das macht man ganz, ganz lang, bis das Risotto fertig ist. Und man hat ziemlich viel Zeit am Herd verbracht. Hat dann leckeres Risotto, wenn es denn geklappt hat. Aber dieses ständige Rühren und am Herd stehen und schauen, geht nichts über. Muss ich nur irgendwie was dazugeben? Oder alles dieses fällt weg, weil ihr Gerichte wie Risotto, Milchreis, aber auch Soßen, also ganz viele Möglichkeiten habt, Gulasch, Eintöpfe, die ihr einfach im Thermomix zubereiten lasst. Das heißt, ich sage bewusst lasst, weil ihr nicht viel da müsst. Ihr müsst die Vorbereitungen treffen, was ihr natürlich am Herd auch machen müsst, aber dann könnt ihr den Küchenbereich verlassen. Der Thermomix rührt für euch, er hat die Temperatur, die ihr braucht. Es bleibt konstant, es geht nichts über. Er kümmert sich um euer Gericht und ihr könnt einfach die Zeit anders nutzen. Ihr könnt was Sinnvolles machen, sage ich mal. Also einfach in der Zeit, keine Ahnung, könnt natürlich einen Haushalt machen, mit den Kindern was unternehmen. Bei Slow Cooking kann man sogar wandern gehen zwischendurch, weil es Gerichte gibt, die so lange brauchen. Das heißt, es ist wirklich viel möglich und es geschieht einfach alles ohne Stress. Und ihr habt am Ende was Gutes am Tisch. Und alle sind eigentlich glücklich und auch ihr in der Küche. Und das finde ich ja eigentlich mitunter sehr wichtig, weil wir Frauen hauptsächlich, das will ich jetzt gar nicht sagen, auch sehr viele Männer, aber wir stehen einfach sehr viel in der Küche. Und das kann man dadurch einfach ein bisschen ändern. Somit gebt euch und dem Thermomix eine Chance. Auf alle Fälle. Was spart euch nun? Im Prinzip braucht ihr keinen Dampfgarer. Mit dem Thermomix braucht ihr keinen extrigen. Warum? Ihr habt den Thermomix ja so, wie er da steht. Das heißt, ihr habt das Grundgerät plus diesen Varoma-Aufsatz. Und der Varoma ist euer Dampfgarer. Das heißt, der Aufsatz in Kombi mit Wasserdampf aus dem Thermomix ist euer Schlüssel zum Dampfgegarten. Das heißt, ihr könnt euch da drinnen Gemüse, Dampfgarn, ihr könnt da drauf, nur Fleisch, Fisch. Ihr könnt aber auch Knödel machen, süße Germknödel, Marillenknödel,
Also alles, was in die Richtung geht, das, was ihr natürlich im Dampfgarer auch machen würdet, ihr könnt zum Beispiel Rühreier, Küchlein, zum Beispiel so Eierspeisen fürs Frühstück, so kleine. Also da kann man ganz, ganz viel machen, wofür man einfach dann weder Pfanne, Topf oder Dampfgarer braucht. Also ihr braucht wirklich keinen eigenen Dampfgarer. Der Varoma ist zum Beispiel so ein Beispielgericht, was ich immer recht cool finde, ist vegetarisch wären Spinatknödel mit Tomatenragout. Das heißt, es wird im Prinzip unten Tomatenragout gekocht, während oben die Knödel mitgedämpft werden. Oder Gulasch für die Fleischesser. Das heißt, man macht unten im Prinzip Rindsgulasch, Kalbsgulasch, was auch immer. Und dämpft genauso oben die Semmelknödel mit. Kartoffelknödel, böhmische Knödel. Also es sind ganz, ganz viele Dinge möglich. Und das heißt, ihr braucht kein Gerät jetzt in der Küche mehr integrieren lassen. Könnt ihr euch im Prinzip sparen. Welche Vorteile bringt jetzt der Thermomix noch mit sich? Was ich persönlich immer wieder zu hören kriege von Kunden, von Freunden, von Bekannten in der Familie, jeder, der einen Thermomix hat, ist so, dass man immer wieder hört, ich brauche einfach viel weniger Geschirr. Und es ist tatsächlich so. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Suppe. Ich mache das da drin und ich brauche jetzt halt im Prinzip jetzt nicht Geschirr im Sinne von Töpfe, bitte verstehen, sondern es ist im Endeffekt nur so, ich gehe her, schmeiße die Zwiebel rein, zerkleinere die Zwiebel, dann kommt das Gemüse, meine, was auch immer, sagen wir Zucchini-Suppe, Gemüsesuppe, nach eurer Wahl, kommt dazu, wird zerkleinert, es wird dann ein bisschen Öl, es wird angedünstet, dann kommt die Flüssigkeit dazu, es wird da drin gekocht und gleichzeitig gerührt, ich spare mir schon mal den Kochlöffel, ich spare mir dann des Weiteren natürlich nur das Pürieren mit dem Pürierstab. Das heißt, auch dieser fällt weg, weil auch kein Gerät, also selten ein Gerät so fein püriert, wie es der Thermomix macht. Das heißt, ihr seht, man spart sich auch da wieder. Man spart sich den Schneebesen oder den Kochlöffel beim Umrühren. Also, was soll ich sagen? Im Endeffekt spart man sich ganz, ganz viel und dazu einfach auch noch Zeit, die man ja sie auch spart, indem man nicht dabei stehen muss, sondern was anders da kann, während der Thermomix das Essen oder die Suppe oder was auch immer zubereitet. Und das finde ich einfach auch ein riesen, riesen Vorteil, weil man zum Großteil genau das zum Abwaschen hat. Also es ist wirklich, man nimmt ja nicht immer den Varoma her und selbst dann, okay, dann habe ich nur den dazu. Und es ist eben, wie gesagt, auch alles bis auf den Deckel Geschirrspüler tauglich, aber da können wir euch gerne auch ein Video nun verlinken. Also ihr seht, man spart sich auch da wieder einiges an Utensilien, was man nachher natürlich in der Reinigung wieder spart. Also es ist ein Sparen, Sparen, Sparen. Somit ran an den Thermomix. Was braucht ihr noch nicht? Ja, ich weiß, ich bin noch nicht am Ende. Ihr braucht auch keine Joghurtmaschine. Ihr könnt mit dem Thermomix fermentieren. Was heißt, ihr könnt euch euer eigenes Joghurt darin zubereiten. Es gibt Rezepte dafür, das heißt, ihr braucht wirklich nicht nur zusätzlich das Gerät mit den Gläschen und drum und dran auch noch irgendwo zwischenlagern, weil das räumt man ja dann meist wieder weg, holt es zum Joghurt machen raus, wie auch immer. Thermomix hat man in der Küche stehen, hoffentlich jeder. Und genau, und da kann man dann eben sein Joghurt zubereiten darin und spart sich somit auch wieder ein Ding, das Platz nimmt und einfach ein Ding, das man sich anschaffen muss. Genau das gleiche ist es im Prinzip beim Slow Cooker, das heißt, ihr könnt euch auch Slow Cooking Geräte sparen in der Anschaffung, weil ihr dieses auch im Thermomix machen könnt. Das heißt, jetzt auch den Modus Slow Cooking und könnt so zum Beispiel, mir fällt jetzt eben ein Pulled Pork oder auch so Fleischbällchen, die in Tomatensauce Slow Cooking, also im Slow Cooking Modus gekocht, gegart werden. Das heißt, auch den spart sich genauso wie teure Sous-Vide-Geräte, weil die sind doch in der Anschaffung auch relativ hochpreisig. Und ihr habt aber die Funktion von Sous-Vide-Garen, habt ihr genauso im Thermomix integriert, den Modus und könnt somit zum Beispiel Steak, Entenbrust, könnt ihr euch gerne auch ein Video verlinken, könnt ihr euch das mal anschauen, wie das funktioniert. Könnt ihr dadurch auch eben weglassen und könnt es mit dem Thermomix machen, auf den Thermomix zurückgreifen. Dann ist es nur so, dass ihr natürlich auch anbraten könnt. Das heißt, das ist jetzt im TM6 auch möglich. Und somit bringt ihr auch Röstaromen in eure Gerichte. Das heißt für mich jetzt nicht, er ersetzt eine Pfanne. Nicht falsch verstehen, weil es gibt einfach für Dinge, man brat auch Steak dann nur mal in der Pfanne ab. Und manche wollen auch eher Fleisch lieber mal rausbraten haben. Das ist alles kein Thema.
aber man kann durch dieses stückchenweise anbraten im Topf und dann eben durch das, man macht nachher gleich mit der Soße zum Beispiel weiter oder mit dem Gericht an sich und man nimmt einfach dann die Röstaromen vom Anbraten vom Fleisch natürlich mit ins Gericht. Oder auch bei Gemüse ist es möglich, Zwiebeln karamellisieren und das ist alles automatisch möglich im Thermomix. Es kann eben wiederum nichts passieren, er macht das für euch und man hat Röstaromen. Und das finde ich eben auch, was jetzt definitiv ein cooles Teil, also einfach eine coole Funktion, die der Thermomix hat. Und was der Thermomix eben auch kann, das habe ich vorher schon mal kurz erwähnt, ist eben auch pürieren. Das heißt, pürieren ersetzt am Pürierstab. Ihr bringt es auch wirklich, wirklich nicht so fein zusammen im Pürierstab. Er macht wirklich zum Beispiel auch bei Soßen eben, ist wirklich ganz fein, während die und sämig. Er schäumt es dann durch die Geschwindigkeit, wenn man die schneller einstellt, werden es dann auch wirklich gleich cremig. Und das ist auch, finde ich, auch eine tolle Funktion, die man einfach unbedingt in der Küche braucht und aber ihr im Prinzip dadurch wieder ein Gerät mehr benötigt. Und was ich fast vergessen hätte, ist, ihr braucht keine Getreidemühle. Das heißt, ihr könnt Getreidemühlen, Mehlmühlen, alles in diese Richtung auch verbannen bzw. einfach auch gar nicht erst anschaffen, weil ihr Dinkelkörner, Roggenkörner, Weizenkörner, Buchweizen, Kichererbsen, alles genauso fein wie Schokolade wirklich ganz fein mahlen könnt. Das heißt, ihr könnt euch euer Mehl im Thermomix frisch zubereiten, selber mahlen und somit wisst ihr einfach auch wieder ganz genau, woher kommt es, was ist drinnen oder auch nicht. Und spart euch aber in dem Fall wieder die Anschaffung oder den Platz für so eine extra Getreidemühle. So, alles in allem ist es einfach so, der Thermomix ist ein Küchengerät, das euch einfach ganz viel andere Küchenutensilien, Geräte ersetzt. Das heißt, ihr könnt die wirklich beiseite schaffen, spart euch die in der Anschaffung, könnt die Beine hochlegen, könnt euch entspannen, während der Thermomix für euch zerkleinert, kocht, zerhackt, rührt, Risotto macht, Soßen aufkocht, eindickt, was auch immer oder dampfgart. Das heißt, ihr seht, ich hoffe, es hat euch jetzt einfach ein bisschen Licht in die Sache eben gebracht. Es ist nicht immer jedem alles klar, was der Thermomix kann, was er macht, wofür der eigentlich benutzt wird. Und deshalb war das jetzt auch so die Motivation hinter dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Daumen hoch, Abo da lassen für euch völlig kostenlos. Würde mich total freuen. Und freue mich natürlich auch alle, die das schon getan haben. Wenn es die graue Glocke dann aktiviert, verpasst ihr kein Video mehr, was von mir kommt. Und genau, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit allen Videos, was noch kommen. Und einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Tschüss.